Tischdecke. Ja, ohne. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Bauer Hausi und Simon unterwegs in den Wald zum ersten Holzhaufen. Es ist jetzt 8 Uhr morgens. Viertel ab wollen wir starten. Besprechung wird gestartet. Geht schnell wie verrückt, 10-15 Minuten und das Irrwagen ist voll. Viertel nach 9 und bereits 2 Dosierwagen reingeblasen. Anfahrtsweg ist ein bisschen lang für die ersten paar Fuder und dann kommen wir dann ein bisschen näher zum Hof. Wir haben da viele verschiedene Standorte. Ich zeige die euch auf meinem Plan. Der erste Kartenausschnitt ist da irgendwie doppelt gedruckt, sieht ganz komisch aus. Wir wohnen ungefähr hier drüben und fahren da dadurch da in den Wald rein und dann oben durch wieder hoch und wieder zurück.
Dort gibt es jetzt noch einen weiteren Kartenausschnitt. Hier sieht man unseren Hof. Und hier ein Haufen. Hier. Und da noch von meinem Kollegen etwas. Also sind da noch 1, 2, 3, 4, 5 Haufen. Und wie gesagt, hier ist unser Hof. Fährt man da zwischendurch darauf. Mein Plan ist hilfreich. Man redet vom Gleichen. Ich kann sagen, Holzhaufen Nummer 4 oder Nummer 2. Und man weiß von wann, was man redet. Ja, jetzt sind ja der Simon und mein Nachbar mit dem Dosierwagen unterwegs. Und ich warte hier zu Hause und helfe beim Abladen. Abgeladen ist, lasse ich da den Fendt immer noch weiterlaufen, nicht von Hochtourig Motorendrehzahl abschalten, nicht gut für den Turbolader. Sie hat ein Paket bekommen vom Roland Rohrbach. Vielen, vielen Dank. Ich habe schön gelacht. Das ist ja vollgestopft mit Snicker. Vollgestopftes Pack mit Snicker. Danke vielmals, vielmals. Snickers für Bauerhausi. Und was sieht man da noch? Danke für die schönen Videos auf YouTube. Ich wünsche euch allen ein schönes frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. MFG Roland Rohrbach. Schön, ne? Danke vielmals. Und dieser Gutschein berechtigt Sie zu 24 Tage lang ein kleines Nüni-Snack zu sich zu nehmen. Bon Appetit, Hausi. An Bracher Hans, auch bekannt als Bauer Hausi von Roland Rohrbach. Merci, merci Roland. Danke viel, viel, viel mal. Bei meinem Nachbarn. Er hatte 2 Dosierwagen, haben ihn im Wald geholt. Und der Rest liegt da hinter der Remise. Hier, das werden wir hacken, in den Wagen füllen, vorne rumfahren
und ins Lager blasen mit dem Gebläse. Hier, das Holzlager. Und der Simon. Und die Genossenschaft. Da, Genossenschaft Erzigen. Und ich zeige euch da das Holz. Hier füllen wir.